So, willkommen zurück zum Trickpokal. Mir ist mal aufgefallen. Ja, also ich hab's gelesen, aber noch irgendwie finde ich gehabt, dass jeder Cup ja darauf angeht, auf welche Ausrüstung man nehmen achten sollte. Und Donkey Kong ist mit Technik ziemlich mager. Und irgendwie habe ich alle Technik schlechter gemacht als vorher. Das ist ja miese Brise. Dann hauen wir Toad mal mit rein, der scheint noch ganz gut zu sein. Aber auch Yoshi ist schon mit Krotten nicht schlecht. Wario ist noch stärker. Und dann nehmen wir Shy Guy. Sorry Donkey Kong, ich will mal was ausprobieren. Vielleicht haben wir diesmal eine Chance. Ja, weiß das schon. Oh je. Ich kann es mir halt ehrlich gesagt trotzdem nicht vorstellen, weil wenn man sich die letzten Parts anguckt, dann hat das für mich nichts zu tun damit gehabt, weil wir hatten ja teilweise nicht einmal irgendwie einen Ball. Und jetzt beim letzten Spiel hat es ja trotzdem funktioniert. So. Bei dem Einschuss oder Hyperschuss war es sogar mein Fehler. Aber ja, ich denke mal, ihr wisst, was ich meine oder worauf ich hinaus will. Das war schon wieder knapp. Verschwinde! Nicht schlecht. Toad leistet, hat sich ausgeruht auf der Ersatzbank für die von den letzten Spielen. Und nun ist er wieder am Start. Ja, ein Part oder ein Thema habe ich ja noch. Es gab jetzt die Splatoon 3 Direct. Ich bin noch im Nachhinein nochmal reingezogen und freue mich so sehr auf dieses Spiel, das glaubt ihr gar nicht. Ich finde das richtig geil und ich werde mich auch erstmal in vieles hineinfinden müssen, weil viele aus Splatoon. Also viele Sachen sind ja auch schon aus Splatoon 2 und dadurch kennen einige das schon. Ich ja nicht. Ich habe damals nur auf der Wii U Teil 1 gespielt. Umso mehr freue ich mich auf die neuen Sachen. Dass die auch die neuen alten Sachen auch wieder Einzug ins Splatoon 3 finden. Ja, es wird einfach geil. Es wird einfach geil. Und es gibt ja schon dieses Splatoon 3 That Will World Premiere. Verdammt. Kommt schon. Ja, die ist am 27. August. Und da ich in dem Wochenende noch Urlaub habe, passt das ziemlich gut. Das heißt, wir werden uns am 27. August das Splatoon Festival reinziehen. Das heißt, für Ende August haben wir auf jeden Fall schon mal. Es war auch Splatoon, aber immerhin vor September. Haben wir hier auch nochmal ein Gaming-Video. Weil, was geht denn bei dem ab? Der auch. Diese viele Energies ist ungesund. Diesmal kann ich dem Spieler wenigstens nicht die Schuld geben, weil es ist realistischer, dass ich an den Ball komme. So, irgendwie. Trotzdem hat er noch die Chance gehabt. Was? Okay. Okay, okay. Ich habe nur gesehen, dass ich. Ich dachte eigentlich, ich hätte einen Blitz gehabt. Aber irgendwie hatte das nichts. Ach, komm schon. Warum hört er wieder auf? Okay. Meine Gier nach Vernichtung war so groß.
Immerhin ist er klein und flink. Immerhin noch mal ein zweites noch reingemacht. Jetzt könnte ich mir das mit dem Hyperschuss noch ausgleichen, aber... Das ist schwierig. Der wirft sich direkt in die Hände drauf. So. Okay, wir können das nicht mehr mit einem Hyperschuss ausgleichen. Ah, wie geil! Das kennen wir auch noch nicht. Stimmt, das ist ja unser Finanzheim. Kennt man ja aus WarioWare, dass der so geldgeil ist. Ich habe aber auch irgendwie keine Chance, wenn das automatisch passiert, ne? Komm schon! Ist nicht wahr. So, letzte Chance. Letzte Chance. Komm schon, jetzt geh rein! Drei Schüsse drauf und es hat einfach nicht funktioniert. Kann er nicht. Aber immerhin hatten wir hier eine mögliche Chance. Hier wäre das vielleicht sogar mit der Ausrüstung dann besser gewesen. Nun denn. Aber auch hier sollte es nicht sein. Cyclones. Ist das schon das letzte Spiel? Oder dürfen wir länger ausharren? Vier wichtige Minuten. Der hat sich realisiert, dass es der blaue ist. Oh Mann. Warum? Warum können die immer alle auf die Schnauze, wenn die schießen? Auch er jetzt? Oder weil er angerempelt wird? Ich achte da nicht immer drauf. Wahrscheinlich eher das Weitere. Ich mach das nicht mehr. Okay, auch wenn es also dann nicht daran liegt, dass ich halt sehr schön habe, da ich also offline nicht nebenher weitergespielt habe mit den Punkten. Die ersten normalen Pokale liefen mir eigentlich ganz gut. Dementsprechend verstehe ich halt nicht. Gut, ich habe in dem Sinne etwas den Fehler gemacht. Halt vieles nur auf einen Charakter oder zwei Charaktere. Und hab da halt nicht so drauf geachtet, wie die Pokale ausgelegt sind. Aber. Ja, was machen das denn andere? Ich verstehe das nicht. Also spielen die wirklich dann offline und dann, wenn sie wieder die Karte aufnehmen, haben sie dann wieder Kohle oder wie? Kann das irgendwie hin, dass sie dann das sein würde? Mein Gott, dass ich mich jetzt hier von Part zu Part mehr fällen will. Das ist ja wie bei dem Thema Trinkspiel.
Habt ihr das gesehen, ey? Aber nichtsdestotrotz sind einfach diese Punkte. Ach jetzt, er hätte noch mal schießen können. Warum fällt er auf die Schnauze? Ich habe jetzt nicht gesehen, dass der geschubst wurde. Es gibt es nicht. Nein! Nein! So kurz davor. So kurz davor. Wir haben es so lange durchgehalten. Ach Mann. Wir haben schon Beepen gehört. Das ist nicht fair. Es ist nicht fair. Ach, come on. Come on. Es hätte so gut werden können. Es hätte so... Naja, das war eine tapfere Verteidigung. Okay. Also, das war's jetzt erstmal an dieser Stelle. Wie gesagt, sollte mal dann, gehen wir vom September aus, die zweite kostenlose Welle kommen. Dann ziehen wir uns gemeinsam dann auch den letzten Pokal rein. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, Leute.